Hallöchen, Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Need for Speed Underground 2. Das hier ist Part 49. 49 müsste es sein. Und ja, wir machen jetzt weiter. Wir haben im letzten Part schon heftig Sterne eingesammelt und wir machen jetzt da mal ein bisschen weiter. Machen wir direkt mal mit dem hier weiter. Jetzt wollte ich schon wieder die Kupplung drücken, aber hier gibt es gar keine. Idiot. So, wir müssen zum Flughafen. Alles klärchen, Bärchen. Dann mal Vollstoff hier. Okay, ich soll da... Wo lang denn jetzt? Doofes Navi. Ist egal. Ist egal, ist egal, ist egal. Nochmal Platz da. So, wir haben im letzten Part nochmal ein spontanes Outrun-Rennen gemacht und gewonnen. Und wir haben auch die Unique... White Body Kits freigeschalten. Allerdings noch nicht halt eben für das Customize Ride Menü. Dingsbums. Also ihr wisst schon, im Hauptmenü kann man ja auch Autos tunen und da haben wir das leider noch nicht freigeschalten. Ich hoffe, das kommt dann mit einem Rennen oder so, weil ich bin mir da ehrlich gesagt nicht mehr so sicher. Kann sogar sein, dass ich noch einiges an Rennen fahren muss vielleicht. Auf jeden Fall werde ich dieses Let's Play erst beenden, sobald ich das freigeschalten habe. So. Finland's GTI Magazine must have saw something they liked, because you made the front cover. Kann auch sein, dass ich es vielleicht erst dann freigeschalten habe, wenn ich das in der Karriere gekauft habe, sozusagen. Kann natürlich auch sein. So, GTI Magazine, Manufactory Shootout. Gold is you, 200 pages. The sticky stuff, what robbers keep. You're stuck to the road. Das ist eigentlich eine ziemlich einfache Sache. Aber ist ja wurscht. Ich will jetzt hier nicht ins Detail gehen. Wir wollen in diesem Part... Ich lasse jetzt mal die Sterne, die wir... Basic Braking. Ist das dein Ernst? Turns entry point to the apex of the turn. Accelerate quickly out of the turn. So, da wir ja jetzt... Oh, da ist ja sogar nochmal ein Stern hier am Flughafen. Da wir ja jetzt hier am Flughafen sind, würde ich sagen, machen wir auch direkt mal das URL-Rennen. Dann hätten wir schon mal eins weniger. Ja, ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach. Und danach machen wir nochmal den Stern. Wenn wir denn nochmal genug Zeit haben. Ich bin ja erst bei 200 Minuten. Mein Gott, was mache ich da rum? Oh, oh. No hard feelings, right? Nikki's in our corner now. Caleb's telling everyone you'll never race again once he's in control. He's crazy. You better watch your back. I'll do what I can, but it's up to you now. What good are any of you? Not one of you can take that guy out? Not one? What do you think is gonna happen if he keeps winning? You can say goodbye to all this, your precious sponsors, all the C-notes falling into your hands, all of it! Fine, we'll take care of it. He ain't gonna walk away from it this time. You just make sure he goes down, or ain't none of you gonna walk away from this. Was will der schon machen, Alter? Will er den Beine absägen oder was? Aber was ich geil finde, ist, dass Nikki, gegen die wir gefahren sind, die eigentlich auch zu dem Typen gehörten, dass wir jetzt gegen, dass sie jetzt bei uns im Team mit ist. Finde ich ein bisschen suspekt. Also ich meine, wie kommt das dazu? Ich meine, sie war vorher Ernstfeindin und jetzt ist die auf einmal in unserem Team, schon ein bisschen strange. Aber gut, ist halt nicht vor spät. Wir zocken einfach weiter. Hier geht's ums Fahren und nicht um Logik. Alter. Ja. War total easy. Total easy. Da sind doch hier keine Gegner für mich. Oh, hier. Scharfe Kurve. Die ist eigentlich am leichtesten zu fahren, wenn man sich einfach gegen die Wand hängt und, naja, sich praktisch drücken lässt. Wenn dieser 240SX hier vor mir nicht so komische Felgen hätte, wäre der vielleicht sogar ganz cool. Sollte mich vielleicht aufs Fahren konzentrieren, aufs Schalten. Alter! Ich meine, hier gab es schon mal einen fliegenden Audi A3, aber dass jetzt die Nissan auch anfangen zu fliegen, das ist mir recht neu. Oh, es sind nur 3 Runden, das heißt, es werden wahrscheinlich auch 3 Rennen sein. Ich meine, für 7.000 Dollar.
klingt das für mich logisch. So, wie gesagt, einfach an die Wand hängen. So. Und die Kurve praktisch für sich selbst, für sich halt arbeiten lassen. Ja, und dann haben wir auch gleich nur noch eine Runde vor uns. Ich hoffe natürlich, dass wir das im Rennen gewinnen. Ja, das Bild flackert mal wieder so ein bisschen komisch rum. Das liegt halt ganz einfach, wie gesagt, an dem Full HD Patch. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Ich meine, ich habe zwar ab und zu mal dieses Flackern halt im Bild, dafür habe ich halt Full HD. Ich spiele das Spiel tatsächlich auf einer Auflösung von 1920x1080, was eigentlich im Original nicht möglich ist. Frag mich jetzt nicht, wie hoch die Originalauflösung maximal ist. Es kommt natürlich auch darauf an, auf was für einem Bildschirm ihr spielt. Ein Bildschirm, der natürlich nicht die 1080p bringt, der auf den könnt ihr natürlich auch nicht die 1080p spielen, das ist ja klar. Aber ich glaube, die höchst auflösende Auflösung, sehr logisch, von diesem Spiel ist 1200, ein paar zerquetschte zu 1024 oder sowas. So, das war das erste Rennen. Machen wir direkt weiter mit dem nächsten. Wir wackeln da nicht lange rum. Ministry, no W. Okay. Interessant. Gott, dieser Dachspoiler auf dem Niveau hier. Wahnsinn. Ich meine, der RX-8, der sieht noch ganz okay aus, wenn er keine Spinners hätte, sondern das richtige Felgen. Mein Freund, du warst im falschen Gang. Das habe ich deinem Motor anhören können. So wie ich gerade. Tut mir leid. Ach, was mache ich denn? Ich soll schalten. Was weiß ich, was ich hier mache. Die Mucke lenkt mich auch ziemlich ab. Ich mag solche Musik überhaupt nicht. Wunder, dass ich die nicht bei den EA-Tracks am Anfang des Let's Plays ausgeschalten habe oder sowas. Ich glaube, beim Let's Play von Need for Speed Underground 1 habe ich das sogar so gemacht, dass ich einige Lieder, die ich nicht mag, rausgemacht habe. Naja, ich werde es ganz einfach so machen. Ab Need for Speed Most Wanted werde ich die Musik einfach komplett ausmachen. Liegt halt einfach daran, das habe ich beim letzten Mal auch schon mal angesprochen. In den letzten paar Folgen von Underground 2. Und zwar ist es ganz einfach so, dass mich YouTube manchmal daran erinnert, falls ich ein, naja, geschütztes Lied mit hochgeladen habe. Also was hier im Hintergrund im Spiel läuft. Wie zum Beispiel Riders on the Storm. Von hier Snoop Dogg und wie heißt der andere nochmal? Ich hab's vergessen. Tut mir leid. Auf jeden Fall, ein paar Lieder sind halt hier, ne, geschützt und so weiter und so fort. Und ja, dann will YouTube auf jeden Fall, dass ich entweder die Videos lösche oder die Titel entferne, weil die Videos sonst in Deutschland gesperrt sind. Und bevor ich jetzt ein Video lösche, entferne ich einfach den Titel davon. Dafür geht aber meine Soundquali in den Keller. Es ist halt einfach so. Und deswegen habe ich gesagt, ab Need for Speed Most Wanted wird es keine Mucke mehr geben. Ich mache die Musik komplett aus. Ich meine, ist ein bisschen schade, weil halt Musik in den Need for Speed Titeln wirklich wichtig war. Oder ist, sage ich mal so. Ich weiß nicht, wie ich das mache. Vielleicht mache ich die Musik auch einfach wieder nur extrem leise oder so. Es ist ein bisschen kacke irgendwie. Weil Need for Speed Most Wanted waren nochmal ziemlich geile Lieder. Gerade in Most Wanted. Ziemlich geile Lieder dabei. So ab Pro Street oder Carbon würde mich das jetzt nicht mehr so stören, weil da die Soundtracks nicht mehr so fett waren. Oh, da kommt noch ein Rennen. Alles klar. Aber naja, in Most Wanted, oh, da gibt es so viele geile Lieder. Zum Beispiel Iron Rock. Oder wie hieß das eine nochmal? Ich hab's vergessen. Ich habe jetzt natürlich auch nicht mehr alles im Kopf. Ich sollte mich jetzt auch mehr wieder auf Underground 2 interessieren. Most Wanted kommt dann danach.
So, das hier ist auch wieder so eine Kurve. Einfach tragen lassen. Allerdings das Runterschalten nicht vergessen, weil ihr werdet da schon langsamer von. Natürlich, wenn man sie normal fährt, wenn man sie wirklich perfekt fährt, ist man dann natürlich schneller unterwegs. Aber warum sollte ich mir da großartig die Arbeit machen, wenn es so genauso gut geht? Ich meine, das hier auch wieder. Zack, zack, zack. Wir haben immer noch über 200 km/h drauf. Zack, zack, zack. So, die nächste Kurve, da kann man wieder richtig fahren, weil man da relativ langsam in den Kurven ist. Ach, ich habe gedacht, das geht da wieder geradeaus, ich Idiot. So, das hier auch wieder. Zack, zack, zack. Hier kann man dann wieder... Alter Schwede. Okay, ich probiere es jetzt mal in dieser Runde, die Kurven richtig zu fahren. Gucken, ob er dann immer noch so schnell aufholt, der 240 SX. Mal gucken, ob dann wieder eine Zwischensequenz kommt, wenn wir das Rennen hier beendet haben. Gucken, was der Typ mit seinen beiden Kumpanen da machen wird. Okay, ich habe das Gefühl, das war tatsächlich schneller so. Bin die aber auch relativ gut gefahren jetzt. Okay, 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 okay. So, vergessen, hier geht's jetzt wieder rein. Ja. Okay, das gefällt mir ehrlich gesagt besser als hier Uwe-Style. Das war wohl eher Fauli-Style. Also faul zum Lenken und zum Bremsen-Style. Ich meine, man spielt ja Rennspiele gerade deswegen. Man will doch auf der Strecke schnell sein, man will gute Kurven fahren können, man will Spaß dran haben. Wenn ich da nämlich keinen Bock habe, hier irgendwo zu lenken und zu bremsen und so, da kann ich auch irgendwie was anderes zocken. Oh, das war jetzt diesmal nicht so geil. Aber ich habe mich nicht wirklich richtig vorbereitet auf die Kurve gerade. So, verbraten wir mal unser Nitro hier ein bisschen. Das heißt bisschen. Wir verbraten einfach mal alles. So, im dritten Gang lenkt es sich hier doch ein bisschen besser. So, hier in den zweiten runter. Kommt nämlich noch eine direkt danach. Ey, der Motorsound ist echt heftig von dem Karren. So, Ziellinie. Dritte Runde, wir haben gewonnen. Wer weiß, vielleicht kommt ja noch ein Rennen. Ich bezweifle es aber, tatsächlich. So, return to, yeah, I want to save. Keine Zwischensequenz? Nix? Okay. Gut, wir sind auch erst bei 13 Minuten, das heißt... Hoppala. Wir machen auch noch den Stern hier jetzt direkt. Oh, das ist sogar wieder instant, ist ja geil. Street Racing Unleashed wants you for their next video. It's out next fall and you're in it, dude. Yo, fat! Widescreen Edition, alles klar. RS Racing Street Unleashed. Okay, kitted and crazy. Nix kitted hier. Mein Auto ist nix kitted. Vielleicht ein bisschen kratzi, aber nix kitted. So, do you want to save? Yes, I want to save. Ja, wieder 1500 Dollar. So, jetzt muss ich mal gucken, was wir als nächstes machen, Leute. Wir haben immer noch 3 Sterne offen und 2 davon sind die Unique-Teile. Ich drücke immer die falsche Taste. So, wir haben auch schon alles gemacht, bis auf die URL-Rennen. Davon fehlen uns jetzt tatsächlich noch 3. Ich würde sagen... Wir fahren mal kurz nach Cole Harbor West wieder runter und gucken, dass wir mal die restlichen Sterne erstmal abklappern und dann werden wir immer noch genug Zeit haben für die URL-Rennen. Das hier ist auch jetzt der letzte Part für heute wieder. Deshalb, ich glaube, da rentiert es sich nicht normal, ein URL-Rennen für anzufangen, weil bis ich im City Center bin und da alles wieder abklappere. Ja, wenn ich wüsste, wie man hier Leute anrufen kann. Das geht ja leider nicht. So, ich fahre, glaube ich, nach rechts, oder? Oh Mann, oh. Ich fahre zuerst hier. Mach Platz. Ach, jetzt fährst du doch hier lang. Drehst du nicht um. Alles klar.
Ich hab gedacht, der wäre unbedingt nach links. Aber das, dieser Zaun hier, der bremst aber arg ab. Ja, der hier auch. So, ich hoffe natürlich, dass es geradeaus dann geht. Ach, das ist ja gar kein Zeitrennen. Ich soll einfach nur zum Performance-Shop. Ja, dann aktivier mal den... Man kann ja nichts aktivieren, wenn es nicht aktiviert ist. Ah, doch, ist ein Zeitrennen. Verdammt nochmal. Gib Stoff. Ich wollte gerade sagen, irgendwie kam mir das Spanisch vor. Das kam mir irgendwie Spanisch vor. Das ist jetzt eigentlich, es ist ehrlich gesagt ein bisschen blöd, was ich gemacht habe mit den ganzen Sternen. Ich hätte zuerst den Unique-Teile abholen sollen. Weil ganz ehrlich, ich glaube, ein paar Cover mit der Code-View-Verbreitung wären auch nicht schlecht gekommen, ich Idiot. Das war ja sowas klar, Alter. Aber wir haben ja Gott sei Dank genügend Zeit. Ich glaube wirklich, ein paar Fotos mit dem Code für die Verbreitung wären echt nicht schlecht gekommen, aber jetzt habe ich alle Fotos schon irgendwie gemacht. Bis auf eins. So, wir sind da, Leute. Ja, ja, da geht ein Zeit, da pick up your Unix. So, Nitrous Oxidite, nö. White Reduction, nö. Suspension. Okay, wir wissen gar nicht, was das ausmacht, aber ich nehme trotzdem die Suspension. Die Suspension. So, okay, okay. Gucken, ob ich überhaupt irgendeine Difference hier fühlen werde. So, jetzt würde ich gerne nochmal... Moment mal. Dieser Stern hier. Oder dieser Stern. Ich habe jetzt natürlich... Ich weiß jetzt nicht, welcher von denen die Code-View-Verwaltung ist, aber ich fahre zuerst Collab West. Denn ab nächsten Part werden wir eh nur noch so gut wie in City Central unterwegs sein, in Bayview. Wegen den ganzen URL-Rennen. Wir haben auch nur noch 4 Stück zu machen. 3 sind freigeschalten und ich glaube, das 4. das dann kommen wird, ist sozusagen The Last Race. For the career. For the career. Ich meine, dann ist Underground 2 auch schon so beendet. Wie gesagt, ich werde dann mich nur darum kümmern, dass ich auch noch die Code-View-Verbreitung für das Hauptmenü freischalte. Also für Customized Cars. Weil ich würde dann gerne noch 1-2 Special Parts machen sozusagen. Als kleines Dankeschön für euch als Zuschauer und so weiter und so fort. Ich würde euch nämlich gerne alle Autos mit allen Code für die Verbreiterung noch zeigen, wie ich es in Underground 1 gemacht habe. Gut, in Underground 1 muss ich ehrlich zugeben, das war ja nur mit der Mantis Code für die Verbreiterung, gab es aber ja noch eine andere. So, Body Shop, alles klar, das hier ist die Code für die Verbreiterung. Und wir sollen bis nach Bayview hochfahren. Es passt eigentlich ganz gut, auch von der Zeit her. Ich mache danach nämlich einen Cut, sobald ich das Teil installiert habe. Ich glaube, ich bin hier nicht zu 100% richtig. Wobei, ich komme ja eh auf der Mitte raus und da ist ja auch Auffahrt zur Autobahn. Meine Fresse. Moment, bin ich nicht gerade von hier? Nee. Ich bin gerade nur etwas verwirrt. Ja, gut, gut. Hat ja echt gut gepasst jetzt mit der Kurve, ey. Übrigens, ich nehme heute gerade zum 2. Mal Need for Speed Underground auf. Liegt einfach daran, ich habe ultimativ viel Bock jetzt gehabt, irgendwie auf Underground 2. Ich werde auch bald... ich habe jetzt vor kurzem erst ein Infovideo hochgeladen, aber ich werde wahrscheinlich noch eins machen.
Oder ich werde das einfach in Let's Play von ETS 2 sagen. Ich sag's jetzt einfach nochmal ganz kurz hier, damit ihr Bescheid wisst, falls ihr ETS 2 nicht guckt. Ich mache ja ETS 2 nebenbei als Projekt, beziehungsweise als Hauptprojekt und das hier nebenbei. Es wird sich aber ändern. Und zwar werde ich Need for Speed Most Wanted dann als Hauptprojekt machen und ETS 2 nur noch als Nebenprojekt. Ich meine, im Prinzip ändert sich nichts, weil eh immer ein Part ETS 2 kommt, dann wieder ein Part NFS und dann wieder ein Part ETS 2 und immer so weiter. Aber ich werde dennoch NFS jetzt als Hauptprojekt hinstellen und nicht mehr als Nebenprojekt. So, wir haben... Alter Schwede, hier ist ja alles Carbon, bis auf das Dach. Vapor. Mantis. Oh, die Code für die Verbreitung gab es auch in Underground 1. Oh, die sieht aber hier geil aus. Wobei, den Evo gab es ja gar nicht in Underground 1, nur den Lancer. Ich meine, das hier ist auch ein Lancer, aber das hier ist ein Evo. Bei dem anderen war es halt kein Evo. Armageddon. Okay, das hier gefällt mir ziemlich geil, aber an sich bin ich ehrlich gesagt kein Fan von der Armageddon. Apokalypse. Ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt Mantis am besten und deshalb baue ich das auch ein. Yeah! Alter, wir haben Code für Verbreitungen freigeschalten. Das Einzige, was ich jetzt noch machen werde heute... Ja, und unser Auto besteht fast ganz aus Carbon. Ist schon heftig, wenn ihr mich fragt. Auf jeden Fall ein geiles Teil, auch mit der Gotthüll-Verbreitung. Das sieht ziemlich, ziemlich fett aus. Wir können uns das ja auch nochmal in der Garage richtig angucken. Ja, was ich richtig geil finde, sind einfach die Kotflügel und die Lufteinlässe, beziehungsweise Luftauslässe. Hier wieder Lufteinlässe, hier wieder Luftauslässe. Das Ding sieht richtig, richtig fett aus. Was ich auch geil finde, ist, dass die Diesels trotzdem auf dem Carbon sind und nicht unter dem Carbon sozusagen. Das feiere ich jetzt gerade ein bisschen. Geiles Teil. Echt fett. So, ich möchte jetzt nochmal ganz kurz safen. So, back to main menu. Und dann möchte ich jetzt nochmal ganz kurz nachgucken, ob das immer noch gesperrt ist. Ja, ist es. Wir bekommen es einfach nicht. Okay, Leute, ich werde mich also jetzt erkundigen, wie wir das Ding freischalten werden. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Part wieder. Dann, ich glaube, bei der nächsten Aufnahmesession werden wir definitiv die Karriere abschließen. Es sind ja nur noch 4 URL-Rennen zu machen. Ist auch nicht mehr viel. Ich denke, 2 Parts, 3 maximal und dann sind wir mit der Karriere durch. Aber wie gesagt, es kommen ein paar Special Parts, wie ich gesagt habe. Ich will euch gerne alle Kotflügelverbreiterungen auf allen Autos zeigen. Das werde ich dann so machen. Wir werden ein Auto nach dem anderen auswählen. Ich werde drauf gehen, Change Body Parts. Dann werde ich direkt zu White Body Kits gehen und dort gibt es für jedes Auto 4 White Body Kits und die werde ich dann euch so ein bisschen zeigen und präsentieren. Vielleicht auch ein bisschen was dazu sagen. Aber ansonsten war es das jetzt erstmal, Leute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, gefallen und Spaß gemacht. Und ja, wie gesagt, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut. Bis bald. Ciao.